So, meine Damen und Herren, haben ja gesehen, wir sind jetzt bei 85% durch mit dieser Episode. Sechs Folgen hatte ich ja schon. Da waren wir jetzt bei gerundet 6 Stunden, 7, 8. Ja, wir kommen wahrscheinlich ja auf knappe 8 Stunden hoch. Muss ich dann halt mal gucken. Ja, wird gleich Tag. Ach, betritt die Mine und genau. Nochmal Geschichten. Da ist die Mine, okay. Dann haben wir es ja praktisch alles auf eine Route jetzt. Genau. Ich muss da einmal. Komme ich überhaupt? Eigentlich schon, ne? Okay, ich komme da nicht so durch. Muss ich doch so lang gehen. Auch wenn ich jetzt praktisch dahin muss. Das heißt, ich muss hier praktisch einmal außen rumlaufen. Das ist ein bisschen bescheuert gemacht. Finde ich. Das nicht ange. Okay, da wird der Berg links von mir angezeigt. Aber ich war ja unten am Fluss und da wurde mir direkt vor der Nase angezeigt. Das fand ich ein bisschen weird. Also den einen Teich hatte ich ja vorhin schon gesehen gehabt. Da sind wir ja vorhin schon vorbeigegangen. Der hier unten. Ne, sind wir nicht. Aber ich wusste, dass wir einen Teich in der Nähe haben, wo ein Fischhaus drauf war. Das wusste ich. Obwohl, da war ich sogar schon. Weil die Tür offen ist. Wie bin ich denn da gegangen? Da war vielleicht hier hinten noch was, das ich. Da war. Das ist falsch. Schon mal, wie gesagt.
Große Geschichte. Habe ich Angelzeug dabei? Natürlich nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht dabei habe. Ich dachte, ich kenne Angelzeug dabei. Oh mein Gott. Holen wir uns das einmal. Vielleicht haben wir Glück und es ist nicht da, Angelzeug. Das sah hier eben gerade aus wie eine Axtärpe aus dem Wald. Bevor ich jetzt da lang laufe, laufe ich da lang. Ich hab doch da. Orange wieder. Ich habe da ein Überleben damit rausgeholt, an der Ecke. Da ist ja schon rechts das Kirchengebäude. Dann nehme ich gleich mir den größten Teil an Shit ab, den ich nicht brauche. Was wie Reinigungs Kackgedöns.
Dich brauche ich noch. Dich packe ich weg. Fuck, war hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 gegen 1, 2, 3, 4. So, die 5 zu 5. Oft sehen einmal. Erschöpfung verringert, deswegen habe ich nur einen Kaffee getrunken. Und mir ist fast die Limo aus dem Mund gespritzt. Oh. Gott. Ach, weil ich auch nach dem rein Fu Luft wollte raus, Flüssigkeit ging rein. Das Schlafsack behalte ich. Weil man weiß ja nie. Dann war das wahrscheinlich gleich hinter dem Stein links rum. Ich wäre, falls ich müde werden sollte, nicht so weit von Bunker entfernt. Aber auch nicht so weit von zu hier. Ich habe auch Kaffee, wie gesagt, dabei. Betritt die Mine und verlass das Söschel Tal. Sobald du die Mine betrittst, kannst du nicht mehr ins idyllische Tal zurückkehren. Deswegen will ich den Rest, der auf der Karte noch ist, abgrasen. Weil anderes haben wir hier nicht mehr, was jetzt markiert wird. Wie gesagt, da. Und der ist auf einer Linie. Also ich sollte ja mal nein, die Waffe auswählen. Falls man dummer Wolf kommt. Wie hieß der Kerl nochmal? Mackenzie oder so? Also wenn wir in Episode 1 und 2 gespielt haben, der hat ja natürlich den Bären auch gehabt in der einen Mission. Ich glaube bei Milton, bei der alten Oma, also bei Öhmchen oder beim Opa, bei Üppchen. Bei einem von beiden hatte er den, war dort der Bär. Ich glaube, das war beim Opa, sag ich jetzt mal. Oberwagen. Dass wir da den Bären töten mussten. Hier haben wir bisher nur einen Wolf gekillt. Das war aber nur so ein Zufallsschuss.
Glaube ich, kann ich so wie sieht, glaube ich, so wie jetzt aus dem aus Hüfthöhe geschossen sozusagen. Ja, ich müsste jetzt genau drauf zugehen. Vom April. Oder Hirsch. Fange einen riesigen Fisch. Okay, das ist die Mission. Ah, Entschuldigung. Ich will einfach einen Riesenfisch haben, Leute. Anscheinend kriege ich keinen. Sure, I can carry much more. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon.
Ah, ich war nicht weit entfernt. Weil wenn man da schon ist, will ich auch diesen Fisch fangen. In dem Sinne. Auch wenn ich ihn auf gut Deutsch nicht mitnehme. Achso, ich guck nach oben. Ich muss sagen, warum sieht so schief aus? So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, ich hätte glaube ich heute keine Linsen essen sollen. Entschuldigung. Und ich habe noch Linsen, Erbsen und Bohnen im Haus. Das wird ein Hammer-Pups-Ereignis. Also fangen gerade die 23. Minute an. Jo, fällt mir wieder fahren. Habe ich. Ich gehe jetzt mit Absicht ein bisschen schräg. Ich hab's gewusst. Dann kann ich auch hochlaufen. Ich hab's so gewusst. Hoch kannst du nicht gehen, ohne dass diese Schlampe sich was bricht, Alter. Soll sie von mir aus sich jetzt hier kackenfrech das Genick brechen, diese Scheiß-Bitch, Alter, ey.
That's it. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Kilo. Es geht nochmal zum Haus finden. Hat sich gerade den Schuss angehört. Den Fisch können sie essen. Ach, hier war ich schon mal. Hier habe ich, was jetzt hier, idyllische Dinger da. Also ich nehme jetzt, ich kriege jetzt alle nicht durch, das ist klar. Da müsste ich jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, was absuchen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt vielleicht im letzten Bunker vielleicht noch was finde. Oder so. Dass da noch was ist. Aber ich bezweifle das. So, da ist die Brücke. Also die idyllische Tage muss ich mir mal merken. Da könnte man dann auch vielleicht irgendwann mal in Überlebensmodus, wenn ich den Fortsetzer mal Base bauen. Wenn es hier allein schon drei versteckte Bunker gibt, auf gut Deutsch, wäre es vielleicht schön, wenn sie das so machen, vielleicht wie die Leute das in The Forest gemacht haben, dass man so Marker setzen kann auf den Karten, ohne dass man jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal, die Karte aufzeichnet oder sowas. Dass man halt nur seinen Punkt sieht, so wie hier sein Pfeil, und sage ich jetzt mal, man hat zum Beispiel jetzt den Bunker, und weiß, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, hier, guck in die Richtung und der Bunker ist zum Beispiel hinter mir. Also ich weiß, okay, ich muss mich einmal drehen und dann, ohne jetzt, dass ich jetzt vielleicht ein Feuer machen muss, Kohle und dann Karte zeichnen. Weil zum Beispiel bei The Forest habe ich ja lauter Markers gestellt, wie ihr es gesehen habt, in den
Let's Plays oder auch im Livestream zum Schluss, dass ich da Markers habe. Auch wenn ich die Marker gar nicht brauche, weil sie trotzdem wundervoll ist, das ist. Hier ist halt der Nachteil, hier hast du halt die Karte nicht aufgedeckt und musst halt wirklich gucken, wo was ist. Das ist noch weiter geflogen, okay. Ja, kriegst du doch gleich. Aber das Geile ist, dass beim Flugzeug immer trotz ich die dann auch noch kurzzeitig wieder gespawnt ist. So, das ist jetzt praktisch. Und dazwischen stopp einmal, bevor es halt zum letzten Bunker geht. So, ich. Entschuldigung. So, ich brauche Verband für Bein. Und das. Habe ich irgendwas, was weg kann? Ich habe genügend Essen. So, achso, dich habe ich auch mal gesehen. So rüber. Leiser da hinten. Chancen. Ach geil. So, hier ist vor, den habe ich ihn durch. Das finde eine Sammelgegenstände zur Geschichte aus Sicht der Bewohner, ne? Und finde alle Sammelgegenstände zur. Was ist hier? Untersuche die große Geschichte, die du in Büchern im. Ne? Was ist. Wollsocken. Priester, ich muss noch mal kurz mal was kicken. Da immer.
Priester. Das ist nix. Nee, hier ist auch nix. Ich möchte zum Priester jetzt nichts Falsches sagen. Habe ich eigentlich hier alles durchsucht? Tatsache. Ja, alles durchsucht. Ah, der Bunker ist nicht weit. Oh, guck mal, eine Brechstange. Brauchen wir nicht. Den gehen wir jetzt, wie gesagt, einmal zum Bunker. Und dann muss ich gucken, entweder mache ich im Bunker dann einen Final Cut, den letzten Cut, und mache den Endspurt. Oder ich mache hier Endspurt, denn wenn ich kurz vor der Mine bin und die Mine betrete, dass ich dann einen Cut mache. Wenn die Krähe immer kräht, dann weiß man, dass der Ladebalken fast vorbei ist. Bei 200 Kilo darf ich noch maximal mitnehmen, das passt schon. Na, geht er noch leer? Nicht ganz. So. Ich wollte gerade sagen, warum gehst du so langsam? Ah, jetzt bin ich ja wieder draußen. Hab das Gefühl, dass er teilweise mal ein bisschen langsam geht. Nebenbei, falls ihr seht, mache ich nebenbei nämlich noch WWE 2K20. Da mache ich gerade nebenbei den Universe-Modus. Bin ich dabei, die ganzen Parallels aufzuzeichnen. Da bin ich auch schon Pi mal Daumen halb durch. 14 Parallels sind das im WWE Universe-Modus. Ich habe, glaube ich, 6, 7 oder 8 in dem Dreh. Stroh. Was wäre, wie gesagt, eine gute Map für Überlebensserie mal zu testen. So, da muss ich hin. Stück links. Das nix. Okay, dann wird da da oben sein. Also ich, der tut sich ein bisschen sie tut sich ein bisschen schwerfällig. Schau es bitte vor, ohne dein scheiß Bein zu brechen, Bitch. Danke. Dann müsste ich hier drauf sein oder hier hinter vom Radius. Dann ist die Mine. Ich sehe es auch jetzt schon, dass es sich hier das Bein bricht.
Da komme ich nicht rum. Da, auf der Frontseite hatten wir ja nichts. Also kann der da sein. Einmal X drücken, ich hab, weiß nämlich mittlerweile den Fehler, also ich weiß mittlerweile den Fehler, warum ich beim ersten Bunker nur ein schwarzes Bild hatte und das Ladebalken nicht gekommen ist, und zwar habe ich da nämlich X gedrückt gehabt und das war mein Problem gewesen. Einmal Streichhölzer. Denn ich mache hier nämlich gleich einen Cut. So, ich. Habe ich hier eigentlich eine Mission? Anscheinend nicht mehr. Schlüssel. So, Killer Schlüssel. So. Ja, da fehlt noch der und der, wie gesagt. Ich denke mal, die werde ich hier. Sicherlich nicht kriegen. I wonder if I can drop any of this gear. Alle umlegen. Weg. Ja, Messer brauche ich nicht unbedingt. Warte, warte. Kochtopf brauche ich nicht. Das wird nochmal Benzin. Dann verbleibe ich die Nacht nochmal hier, weil ich habe es jetzt. In Anführungsstrichen nicht. Halt. So, mache ich nochmal 6 Stunden. Vielleicht schlafe ich noch ein bisschen länger, dass ich ein bisschen mehr abgeben kann. Weil ich habe jetzt praktisch Überschuss. Dann schlafe ich nochmal 2 Stunden durch. Aber ich habe ja hier genügend. Mein Essen ist ja nicht so das Ding, es ist gleich eher das Trinken, was am häufigsten wegfällt.
Schlaf hat. Nochmal 12 Stunden, wie gesagt, ich brauche ich eigentlich nicht. Es lohnt sich jetzt auch nicht loszugehen. Weil wir sind jetzt in der 47. Minute 50 Sekunden, also gleich 48. Minute. Weg. So, dann speichere ich noch einmal. Und wie wir sehen, sind wir jetzt immer noch bei 85%, wie gesagt, weil wir in der Progress noch nicht weitergemacht haben. Laufen will ich ja nicht. Nach unserem Ziel ist es nur noch der Weg ins, in die Mine. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Und wir werden uns dann gleich in der nächsten Aufnahme wiedersehen. So, ich habe jetzt bewusst eine Minute laufen lassen, weil ich kurz nochmal pinkeln war. Jetzt sage ich aber danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session oder in der nächsten Aufnahme wieder. Vielleicht auch schon in der letzten, nächsten Folge. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.